Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer neuen Folge von der PV Uncharted. Endlich können wir auf unserem, ja inzwischen nicht mehr ganz so neuen Feld 15 ernten. Das Sorghum ist hier reif und ich habe schon mal mit der Ernte begonnen. Der Drescher ist unterwegs, wir müssen uns jetzt noch einen Abfahrer herzuholen. Der steht hier schon bereit. Wir werden halt einmal zu viel geklickt. Wir werden jetzt das Sorghum, denke ich mal, in die Dieselproduktion bringen. Füllen wir die erstmal auf. Für was anderes, ja, man könnte natürlich auch andere Sachen machen. Aber ich möchte jetzt gern erstmal meine Dieselproduktion füllen. Das heißt, wir bringen Produktion Anlieferung zu Shell Anlieferung. So, gut. Dann los. Ja, ihr seht, es ist 5 Uhr morgens gerade durch. Aber wir sind schon wieder fleißig am Arbeiten hier auf unserer Farm. Den muss ich auch mal losschicken zum Hühnerstall. Da liegen nämlich inzwischen ein Haufen Eier, die da mal abgeholt werden müssen. So, hier bin ich gerade dabei, Holz anzuliefern zum Sägewerk. Das muss auch wieder nachgefüllt werden. So, ihr seht, wir haben wieder reichlich zu tun. Inzwischen gibt es ja eigentlich immer was zu tun auf der Karte. Und wenn ich Gras ernte, um den Komposter zu befüllen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier auch funktioniert, wenn ich das gar nicht erst ablade, sondern einfach nur hier drüber fahre. Auf einer anderen Karte hat das nämlich letztens funktioniert. Das habe ich immer abgeladen. Naja, so geht's dann auch, ne? Was passt nicht alles rein? Es passt nicht alles rein. Also mal die Spanngurte kurz lösen, dass die Stämme runterpurzeln, außer der eine. Und die zwei hängen jetzt da oben auf den Rungen drauf. Sieht ein bisschen putzig aus. Fahren wir mal hier an den Rand. Ist das physikalisch möglich, dass die da oben liegen bleiben? Eigentlich nicht, ne? So, halt. Wir koppeln das nur ab, den Holzanhänger. Und fahren mal mit unserer Dolly zur Bäckerei. Da müssen wir sicherlich auch mal wieder Brote verladen. So, ja, hier läuft noch eine Erntemission. Kartoffeln auf Feld 10. Mal wieder Kartoffeln. Aber das lasse ich einen Helfer machen. So, der ist ja schon unterwegs mit dem Sorghum. Prima. Ich wollte euch noch was nachreichen von der letzten Folge. Wir haben ja den Stone Crusher gebaut. Und hatten dann diese Kugeln hier liegen. So, ich habe rausgefunden, was man mit denen machen muss. Man muss einfach schauen, dass man die ein bisschen dreht und schwupps, verschwinden sie. Das ist wie mit Paletten. Zum Beispiel, wenn ich Mehlpaletten habe, wenn ich die an der Bäckerei einfülle, wenn die kopfüber stehen, kann ich die ja auch nicht einfüllen. Ähnlich scheint das mit den Steinkugeln hier zu sein. Da muss eine bestimmte Seite, die man jetzt so nicht erkennt, offensichtlich unten sein, dann nimmt der Trigger das. Die anderen kann ich jetzt nicht nehmen, weil die Produktion hier gerade voll ist. Ich habe jetzt übrigens alles aktiviert. Kalk, Gips, Calciumcarbonat und auch Kalkstein. Wird jetzt hier alles produziert. Können wir uns nochmal anschauen. Hier haben wir einen Stone Crusher. Wird jetzt alles produziert. Habe ich jetzt einfach gemacht. Und ich habe jetzt hier in der Rock-Produktion eingestellt, dass sie einfach die Steine verteilen sollen. Ich
Und dann landen die hoffentlich alle hier im Stone Crusher. Im Lager gibt es keine Steine, wahrscheinlich weil das keine Paletten sind. Nimmt das Lager die nicht, dann dürften sie auch nicht im Lager verschwinden, sondern müssten eigentlich alle in diesen Stone Crusher gehen. Hier sehe ich auch gerade, muss ich mal wieder Sprengstoff nachfüllen, ist aber kein Problem. Sprengstoff haben wir noch genug in der Produktion drin. So, dann gucken wir mal. Du wartest auf deinen Abfahrer und der steht hier. Was funktioniert denn da gerade nicht? Ach, hier. Das passiert mir aber auch wirklich immer und immer wieder. Gut, jetzt fährt er los. Ja, wir holen jetzt mal hier die Eier ab, die hier am Rand liegen. Ein bisschen fummelig. Weil diese Autoload scheint keine so große Reichweite zu haben. Der Autoload von dem Timber Runner, der hat eine recht große Reichweite. So, was machen wir mit den Eiern jetzt? Müssen erstmal ins Lager bringen. Seht ihr hier, unsere Dieselproduktion wollen wir doch mal die zweite Röhre füllen. Und da kommt jetzt. Da kommt jetzt das Sorghum rein. So, alles rein hier. Den ganzen vielen Produktionen zu überwachen, wird es langsam echt schwierig. Muss ich echt immer gucken. Ich habe jetzt hier auch Chipboards produziert. Ich produziere jetzt so schrittweise alles, was geht, weil ich genau weiß, ich werde es irgendwann brauchen. Wie sieht es denn beim Zucker eigentlich aus? Molasse ist auch gleich voll. Ja, das macht nichts. Dann halten wir die Produktion an, wenn es voll ist. Beim Öl müssen wir nochmal schauen. Öl passt noch einiges rein. Gut. Dann brauchen wir jetzt erstmal nichts machen. Dann schicken wir dich wieder zum Sägewerk. Da gibt es immer am meisten abzuholen. Ja, hier müssen wir jetzt Brot einladen. Also ihr seht, es geht voran. Von den Produktionen habe ich immer noch nicht wirklich viele gebaut, die es hier eigentlich geben wird. Ich werde aber dann schrittweise, hatte ich ja schon mal angedacht, zur Automatisierung übergehen. So wie jetzt mit den Rocks, dass die automatisch in den Stone Crusher gehen. Das machen wir mit anderen Sachen dann auch künftig. Weil ich es gar nicht mehr alles überwachen kann. Ich vergesse es dann einfach und es wird dann einfach zu viel. So, haben wir angekoppelt. Die Öl ist hier schon drin. Noch nicht so arg viel. Gucken wir mal, wie viel jetzt noch hier rauskommt. Na, haben wir nichts mehr. Doch, jetzt kommen noch welche raus hier. Ja, ich glaube, dann können wir gleich mal einlagern fahren. Das sieht mir jetzt ziemlich voll aus. Dann machen wir die Klappe zu hier hinten. So. Sichern die Ladung. 16.000 Liter, 12.000 Liter, 19.000 Liter. Das ist doch einiges an Brot.
So, dann kannst du jetzt zum Lagerhaus Anlieferung fahren. Denn ich glaube, dass die Brote gerade nicht die besten Preise erzielen. Wheat Bread. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Im April sind wir. Nee, ist gerade nicht so besonders gut. 2,6, 2,9 können wir kriegen. Im Dezember sind Brote gut zu verkaufen. Dann lassen wir es auch dabei. Ich wollte mit euch nochmal unser Cranberry-Feld anschauen. Die sehen nämlich schön aus, die Cranberries, die hier so stehen. Schaut mal. Meine, klar, es sind keine 3D-Effekte, ne? Schon so ein bisschen putzig immer aus. Ich finde es irgendwie immer lustig, so diese platten Scheiben. Aber ich glaube, das geht einfach gar nicht anders. Meine, so sehen die im Wald aus, wenn die da wachsen, die Preiselbeeren. Die werden wir dann auch bald ernten können, aber es dauert noch ein bisschen. Noch 2 Monate wahrscheinlich. Jetzt haben wir erstmal noch zu ernten, dann hier das Feld 2 und das Feld 12. Ich weiß schon selber nicht mehr, was da wächst. Einmal Raps. Was ist denn das andere? Das ist irgendein Getreide. Ist das Rye? Ja, Rye ist es, also Roggen. Gut. Mal gucken, wie viel von unserem Sorghum hier runterkommt. Ich finde es lustig, diese ganzen Baumstämme, die da am Rand liegen. Das finde ich echt den Hammer. Bin mal gespannt, wie viele Jahre in-game mir die reichen. Also bisher habe ich noch keinen einzigen Baumstamm hier weggeholt. Ich lebe noch von dem Holz, das ich ganz am Anfang gemacht habe, auf dem Feld 14. Will nicht sagen, dass nicht vielleicht ein oder, doch, ein oder anderen Stamm von hier habe ich auch schon verarbeitet. Aber vom Feld 14 ist ja auch noch einiges übrig. Ja, so füllt sich das hier langsam. Warum haben wir das jetzt nicht alles übernommen? Weiß man nicht. 14.000 Liter sind drin. Ah, er fährt wieder hin. Der hat schon wieder hier Bretterpaletten aufgeladen. Ja, nur zu. Okay. Um die Klappe aufzumachen, müssen wir den Motor starten. Das ist ein bisschen komisch. Gut, er ist leer. Können wir die Klappe auch wieder zumachen. Fahren wieder zur Bäckerei. Ich wollte mir auch mal einen LKW kaufen, ne? So, du musst jetzt warten. Das ist nicht so geschickt. Dann kriegst du noch einen zweiten Abfahrer. Wir haben ja hier noch einen Trecker rumstehen. Anhänger, ein Kipper. So, dran hier. Dann Feld 10 und zum General Store. Auf geht's.
aushelfen. Fährst du jetzt hin? Ah ja, okay. Na denn, ja, das ist nicht effektiv. Wir brauchen nämlich einiges an Transportkapazitäten. Wir müssen 1,226 Millionen Liter Kartoffeln noch dahin bringen. Das ist schon happig. So, die Mission Kartoffel, Feld 8 düngen, die werden wir auch gleich mal annehmen. Das macht Sinn. Gut, dann haben wir alles in Gang gebracht. Meine Helfer arbeiten fleißig. Ich beobachte sie dabei. Und wir sehen uns dann wieder. Ja, mal sehen. Wenn es wieder weiter vorangegangen ist, kann ich jetzt nicht sagen, wie lange das dauern wird. Bleibt gespannt. Bis dahin gibt es auch noch andere Folgen bei mir auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.